Hallihallo, da sind wir wieder in Graveyard Keeper. Und sammeln jetzt mal Brot ein. So, übrigens Corso hier, ne? Ich glaube, ich erwähne das gar nicht mehr so großartig. Kann das sein? Schande über mein Haupt oder so, keine Ahnung. Nur weiß ich jetzt nicht wirklich, wo wir stehen geblieben sind. Wir wollten den Schmied eigentlich ein bisschen glücklich machen. Hat nicht so funktioniert. Den Angler haben wir glücklich gemacht, ja. Das Fisch haben wir für einen anderen. Da ist der Händler, ja. Dann brauche ich mir eigentlich das vom Schmied. Aber der wollte nicht so recht. Aber eine Quest beim Schmied haben wir nicht, dass wir da besser werden. Ich befürchte ja wirklich, wir müssen den Eisen bringen. Oder was war da noch? Da war Eisen und noch was. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Oh, da hinten, mein Zombie. Ich wollte gerade meinen Finger drauf zeigen, das macht total Sinn, ne? Weil ihr seht es ja, ne? Ach, ja. So. Ja, Schleifstein ist ein Problem, weil meine Ausrüstung irgendwann mal hier hops geht. Und mit Schlange wollten wir doch reden, oder? War da nicht was? Ne, mit dem haben wir schon geredet, ne? Genau, mit dem hatten wir ja schon geredet. Braucht man dann einmal verbluten? Die 5 blutige Nägel. Stimmt, da weiß ich immer nicht. Danke fürs Holz. Weiß ich immer noch nicht, wie, was, wo, wann. So. Und dann machen wir diesmal nur 11 Stück. Ich glaube, es hat den Schmied wirklich, wie gesagt, nicht so gefallen. Aber was war das andere, was er alles wollte? War auf jeden Fall Eisen dabei, Nägel, aber das war alles nicht so ausgegraut. Das ist ja meistens das Ausgegraute, was sie wollen. Müssen wir mal gedenken, mal schauen. Ich glaube wirklich, es war Eisen, aber Eisen und Kohle, glaube ich, aber das würde ich ungern weggeben. Ja, du fühlst dich erfrischt, das ist schön. Ja, wir haben das Brot fertig geworden. Sammeln wir nochmal einen hier, komm. Bevor das abhanden kommt oder so. So. Ja, wäre eigentlich schade um das ganze Eisenerz dann. Ich habe eh nicht mehr so viel. Höchstens, ich würde oben eine Mine es hinbekommen, dass sie dort Eisen absammeln. Können das die Zombies, ist dann die Frage. Weil dann würde ich direkt wieder einen Zombie herstellen, den oben Eisen abbauen lassen. Dann brauche ich nur noch einen Zombie, der es mir runterbringt. Habe ich dich alles im Inventar gelassen, ne? Na gut, ein bisschen Platz ist ja noch. Weil eine Leiche haben wir noch drin. Könnte ich noch... Na, dran vorbei bitte, danke. Könnte ich ja noch, ne? Warte mal, Technologie. Wo waren die denn? Zombie-Logistik? Ja, was war denn, glaube ich, bei... Bauen und Handwerk, ne? Ja, ja, Zombie-Bergbau, aber das ist links. Ich weiß nicht, ob ich Zombie-Bergbau rechts, links oder... Ah, das ist Marmor. Da steht Marmor, da steht Steinbruch und da steht Zombie-Bergwerk. Dann ist es wahrscheinlich Zombie-Bergwerk. Weil es geht ja von Eisen hier ab, ne? So, okay. Dann... Hätte ich gerne 10 Glauben. Ein Zombie-Elixier. Ich bin auf der falschen Seite immer. So, ein Zombie-Elixier. Mach mir unten einen Zombie. Bring ihn hoch zu den Bergwerken. Guck, was ich für Material brauche. Zum Bauen des Bergwerks. Wird wahrscheinlich wieder gebaut werden müssen. Und dann sehen wir weiter. Wiederbeleben. So. Aber Finn hatte ich doch immer so Statistiken von dem. Wie kriege ich denn das hin, dass ich die wieder sehe? Egal jetzt.
glaube, der bringt nicht immer ein Holz, kann das sein? Ah, vielleicht bringt er jetzt immer nur ein Holz, weil der ja oben nicht so schnell abbaut, wird der eine transportiert. Deswegen bringt er manchmal ein Holz und manchmal zwei Holz. Je nachdem, wie Holz logischerweise da auf Lager ist. Deswegen ist es, glaube ich, unterschiedlich, dass manchmal so aussieht, als würde er einen. Ja, das Holz liegt da auch noch. Cool. Jetzt würde er manchmal eins bringen, manchmal zwei. Genau, jetzt wartet er, dass er eins abbaut und dann rennt er los. Okay. Okay. Wir jetzt mal überlegen. Warte mal, ich glaube, ich laufe jetzt schon falsch, ne? Genau, ich hätte hier abbiegen müssen. Das war doch hier der Gag. Genau, hier rüber und dann hoch. Also da brauche ich wirklich einen, der es für mich transportiert, weil ich komme hier nicht so oft hoch. Hier wäre die Kohle. Da ist jetzt das Haus, aber da kann ich nichts machen. Ja, Fragezeichen. Ah, warte mal, vielleicht muss ich... Ah, hier haben wir jetzt Transportstation. Ich muss sie komplett selber bauen, alles. Ach, du meine Güte. Okay. Das ist jetzt nicht wie unten, dass sie schon halb steht. Die muss ich komplett selber bauen. Na, das ist ja... Okay. Okay, mehr wohin? Jetzt haben wir wirklich links, rechts. Jetzt habe ich links und rechts. Warum mache ich auf einmal links und rechts? Was brauche ich denn? Ah! Das ist Mama und Dings. Aber was ist jetzt links und rechts? Och, Leute. Ich hole einfach doppelte Menge. Also, 16, 8, 2. 16, 8, 2. Wobei hier nochmal mehr, weil ich hier noch brauche. Ach, du meine Güte. Okay, warte mal. Heißt... Och, jetzt kommt noch eine Leiche. Aber wir können die zwei Papier schon gar nicht herstellen. Oh Mann. Das wird was. Ich brauche eine Transportstation, ob ich will oder nicht, weil das ganze Zeug runtertragen, das packe ich nicht. Hier ist mal da hochlaufen, dann könnte ich auch direkt selber da sammeln. Ja, hier Fledermäuse, ihr braucht gar nicht so doof gucken. Bin schon weg. Genauso du, Mistvieh. Hihi. Diesmal kriegt er mich nicht. So. Ja, habe ich noch was auf Lager? Ein Nägel und Dings. Ja, 5, wow. Nägel 1, wow. Was brauchte ich denn noch jetzt? Die Spitzhacke selber. Ja, okay. Da können wir direkt 2 herstellen. So. Ja. Brauchen wieder Holz, ne? Zack. Und dann brauche ich noch Nägel. Die machen wir ein bisschen hier. Nee, genau. Keine Energie mehr, oder? Dann nehme ich Brot jetzt. Wir haben doch genug Brot. Gerade. Im Moment jedenfalls. So. So. Ja. Holz ist dann momentan doch ein bisschen knapp geworden. Wie auch immer ich das hingekriegt habe. Ah, da kommt aber gerade mein Holzträger. Sehr schön, da haben wir gleich wieder einiges an Holz. 4 Stück hier alleine raus, sehr schön. So, warte mal. Nimm. Ach, das ist gar nicht... Och, ich dachte, mein Dings würde die aufhalten. Ja, ich kann da nicht langlaufen, aber die Holzstücke, ist klar. Ah, okay. Dazu sage ich jetzt nichts. So. Jetzt habe ich mich zu haben das Holz. So. So. Dann hätten wir alles außer das Papier.
Papier. Ich weiß gar nicht, können wir Papier per se herstellen, ja oder nein? Vielleicht kann ich ja schon das Papier herstellen. Ich weiß es gerade gar nicht. Leeres Papier, doch, leeres Papier können wir herstellen. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wie viel ich brauchte. Ah, ist nicht schlimm, aber mehr herstellen. Das ist ja an der Stelle nicht schlimm. So. Dann hat sie nochmal Bümbelüm gemacht, aber es bringt mir nichts, weil ich habe nicht genügend Glauben, um noch einen Zombie herzustellen, weil sonst hätten wir gleich die zwei nämlich gehabt. Na gut. Dann nehmen wir dich nur auseinander. So. Sobald ich hier diese Fleischstempel habe, von wegen ich habe Qualitätsfleisch, können wir so viel Fleisch verkaufen, das ist unglaublich. Da machen wir einen riesen Gewinn. Ich habe zu viel dabei. Wie geht das denn? Na komm. Das kann ich nicht wegwerfen, oder was? Hallo? Na, lass das Fleisch da liegen. Gibt's später vielleicht einen kleinen Gammelfleischskandal, aber meine Güte. Den überstehen, weil es friedhofswerter. So. Tschüssikowski. So, hoch, die beiden Dinger bauen. Oder die drei eigentlich sogar. Transportstation, Bergwerk links, rechts. Weil ich mich wundere, das muss ich irgendwie freischalten. Irgendwie doch nicht. Das ist irgendwie komisch. Naja, wir bauen einfach mal. Und da oben können wir selber entscheiden. Das heißt, wir könnten sogar zweimal links bauen, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Problem ist, ich weiß ja nicht, was für was ist. Ich baue links und rechts, dann haben wir Kohle und Eisen, weil beides können wir gebrauchen. Beides braucht, glaube ich, auch der Schmied. Von daher soll mir beides recht sein. Könnte aber auch sein, dass er da was ganz anderes abbaut, als ich dachte. Das wäre ein bisschen bescheiden dann. Ja, wir schauen mal. Also, wir müssen unten lang. So. Schön ist auch diese Hütte, die einfach nochmal ist, ne? Da kann ich mir auch nochmal eben schlafen. Na egal. So, Was? Achso. Das ist einfach mal instant auf einmal da. Okay. Kann also du? Ah, da können zwei drin arbeiten. Was auch immer das mir dann. Transportstation hätte ich gerne. Die kann nur hier, hier und dort. Warum auch immer. Da ist der Baumstumpf im Weg. Okay, warte. So. Transportstation. Zack. Ich wollte eigentlich den Zombie haben, danke. So. Bevor ich es aber transportiere. Ah, beide sammeln Eisen, sehe ich gerade. Sehr schön. Dann auf Eisen machen. Ich kann da halt mehrere bauen lassen. Okay, dann brauche ich noch einen Zombie, der hier Dings macht. Jo. Gut. Brauche ich noch einen Zombie, der den Transport macht. Theoretisch könnte ich beim Sägewerk hier auch selber Holz abbauen. Das dort ablagern, sag ich mal. Also ablagern. Und der Typ würde irgendwann kommen, das ja abtransportieren. Boah, hier ist ein Wasserfall. Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht, wo ich wirklich lang laufe. Ich laufe einfach. Nee, die Blume wollte ich jetzt wirklich nicht. Lol, wo bin ich auf einmal hingegangen? Wahrscheinlich hier. Gell? Ah, okay. Aber nicht, ob ich hier im Weg rüber sehen müssen. Ich bin gerade verirrt im Wald. Sehr schön. Ah, da ist die sechste Stelle. Sehr schön. Kommen wir doch noch rüber.
Also da unten kann man auch noch eine Abkürzung sich freiräumen, ne? Das ist doch gut zu wissen. Da höre ich auch wieder meine fleißigen Zombie-Werker. Warte mal, wenn ich dich jetzt dahin packe, rennt der direkt los. Ah, alles klar. Oh, warte mal. Was ist das da? Spotted, okay. Aber dann kann ich dieses Stück hier mitnehmen. Warum laufe ich eigentlich wieder außen lang? So, gar nicht Nacht. Auch noch eine Leiche angekommen ist. Ist der jetzt hier? So, ja, ein paar Sachen mal ablegen, würde ich sagen. Ja. Nägel können weg, du kannst weg, ihr könnt erstmal weg, du kannst erstmal weg. Das ganze Brot hier. So, danach kommt der Sternengucker, der Astrologe. Was wollte der eigentlich nochmal von mir? Ich habe 5 Schädel, nehme ich mal kurz mit und mache mal so ein Pentagramm-Ding. Mal sehen, was es bringt. Das Papier kann ich aber hier lassen. Ja. Nee, hätte ich vorher reingemusst. Fürs Pentagramm-Ding. So. Totter. Qualität 1. Was immer das bringt. Wir machen es einfach mal. Vielleicht bringt später was im Spiel verlaufen. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht müssen wir Schlange erst die rostigen, die blutigen Nägel bringen. So, nicht rostig, blutig. Und dann geht's vielleicht weiter. So. Was wollte der Astrologe nochmal haben? Der Tagebuch. Ah, da kommen wir ja noch nicht dran. Genau. Der schlägt uns ja sozusagen auch der Blitz fast schon. Da sehe ich aber gerade, wir überziehen schon die Folge fast. Leute, ich bin damit die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr alles gerne Daumen da oder Kommentar, würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, winke, winke. Bis dahin.